Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchelaar und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar bin ich mal wieder auf meinem DK, wieder ein bisschen am weiteren Leveln. Mittlerweile sind wir Stufe 86 und wie ihr seht, sind wir gleich schon in der Instanz drin. Haben gerade mit der Gruppe weitergequeued aus der letzten Folge quasi. Ohne den Hunter, den wir quasi rausvoten mussten. Mussten so rum. Wir hatten nämlich gerade einen Run, wo so ein Hunter meinte, er pullt einfach die ganze Instanz zusammen, egal was, aber jetzt nicht mal reingeschossen, sondern überall reingelaufen, nur mit seinen Pets. Und den mussten wir dann leider loswerden, weil das war dann doch ein bisschen zu anstrengend für meine Verhältnisse. Jetzt schauen wir mal. Haben wir einen anderen Hunter dabei? Mal gucken, ob der das auch macht. Ah, du. Also, es gibt so manche Leute, wo ich dann echt sagen muss, ne, wenn da einer mal versehentlich irgendwas pullt, okay. Aber wenn das halt dann x-mal passiert, dann ist es, wenn dann ein Vorsatz oder der macht das halt, ne, oder der ist halt wirklich so ungeschickt, dass ich dann nicht unbedingt mehrere Instanzen mit dem laufen will und muss, ja. Da reicht dann eine tatsächlich. Aber die Instanz ist hier relativ gut, die geht recht schnell. Hier hast du ja relativ wenig Trash und kommst schnell zu den Bossen. Die habe ich ja damals auch mich selbst geboostet, als das noch ging. Und ja. Jetzt mal gucken. Ich glaube, mittlerweile geht das ja leider nicht mehr, ne? Dass du dich selbst ziehen kannst. Da hat der Blizzard so ein bisschen den Riegel vorgeschoben. Aber ja, ein bisschen was kann ich noch an extra EP rausholen. Ich habe ja meine Bonusziele, ne, nicht Bonusziele, Bonus-Objectives, habe ich ja noch relativ viele offen. Und ich wollte eigentlich warten, bis ich auf 68 komme, dass ich dann alles aufmachen kann. Das haben wir ja jetzt tatsächlich schon geschafft. Halt, wir müssen hier lang. Und ja, ich denke mal so, ein, zwei Innis mache ich noch und danach werden wir das ganze Zeug aufklauben. Es bringt ja auch so, ja, eineinhalb bis zwei Level, je nachdem, wie erholt man ist. Und ja, wenn ich jetzt dann die Waffen auch noch alle mitnehmen kann, dann gibt es vielleicht auch noch was. Ja, andersrum. 86, nicht 68. Ja, das wäre blöd, ne, wenn ich jetzt wieder ein bisschen Minuslevel gemacht hätte. Das wollen wir natürlich nicht an der Stelle. Dachte, die gehen so ein bisschen mitziehen down, aber anscheinend nicht. Wir haben doch einen Hunter, da kann doch da easy drauf. Okay, jetzt müssen wir springen hier. Sonst wirst du, glaube ich, gestunt, wenn du nicht springst. Wenn der hier reincharged, ne? Der Mob, der macht relativ gut Damage. So, die kannst du eigentlich auch. Theoretisch kannst du alles mitziehen und sie dann am Aufzug resetten, ne? Das geht. Aber da muss jeder aus der Gruppe mitziehen und da das manchmal nicht so ganz gut funktioniert. Komm, ziehen wir ihn mit. Der kann nix. Eigentlich ist der Hunter da prädestiniert, dass er da einfach nur ein bisschen drauf schießt. Aber die mache ich jetzt unten. Das mit dem Aufzug klappt immer nicht so ganz, ne? Mit dem Aufzug Reset, Skip. Da bleibt dann immer irgendwer unten stehen und macht die Mobs noch. Und ja. Deswegen, ja, mache ich mittlerweile einfach die Mobs lieber. Letztens hatte ich hier die Situation, ne? Bin ich auf den Aufzug rauf. Wir drücken den Hebel. Und im letzten Moment läuft der Dude, der mit drauf stand, runter. Ich denke mir so, okay. Oben Boss gepult und dann haben wir den mit einem weniger gemacht. Aber hier haben es alle quasi sicher auf dem Aufzug geschafft. Hier mein Schwanz, der passt sogar zum Kostüm, ne? Ja, ist auch so weiß. Wo ich mir den Satz gerade nochmal durch den Kopf gehen lassen habe, dann dachte ich mir gerade so, okay, könnte man jetzt auch falsch verstehen. Warte mal, unser Heiler ist schon da, oder? Warum habe ich keine Hots? Hat er gedamaged? Hätte man jetzt auch falsch verstehen können. Hier brauchst du, also wenn du hier nur Melees hast, dann hast du gelitten, das sage ich euch. Weil dann kannst du den Boss nicht mehr angreifen. Oder du kannst, wenn du im Feuer stehst, kannst du kurz Melee, ne? Aber das ist halt eher, ich grüße dich, ob man das BlizzCon-Set noch irgendwie kriegt. Ich weiß es nicht. Ja, es geht hier um diesen weißen Vulpera-Schwanz, um den geht's. Der sieht, passt halt zu dem Set zufällig. Das meinte ich gerade.
Also irgendwie wird es sicher noch gehen, aber es wird wahrscheinlich nicht ganz günstig, ne? Ich habe ja zum Beispiel auch von der BlizzCon Sachen mir geholt über so Codes. Jetzt weiß ich nicht, wie das aktuell ist, ob das noch über diese Codes läuft. Früher war das halt so, ne? Tun wir hier nochmal ein bisschen drauf hin. Ja, super, jetzt sind die auf der anderen Seite. Egal, die machen das schon, oder? Okay, die machen das nicht. Oh, fuck. Lol. Jetzt ist das Ding hier weg. Achso, aber eben. Ja gut, scheiß auf den Loot, oder? Ich brauch jetzt nicht nochmal hoch. Jetzt muss einer das Ding klicken. Dann machen wir das doch mal. Sonst warte ich immer tatsächlich oben, weil ich faul bin. Und warte, bis ein anderer das angeklickt hat. Man könnte es eigentlich in einer Gestalt, genau. Weil es muss einer nur das. Okay. Hier das Feuer laufen war ein bisschen risky. Hier, alle CDs rausgeballert. Einer muss das nur anklicken, dann spawnen nämlich immer alle hier. Das ist ganz praktisch. Warum ist denn jetzt hier alles voller Feuer? Hä? Ich verstehe jetzt halt nicht so ganz, warum hier alles voller Feuer ist. Also, hä? Normalerweise ist das doch hier nicht voller Feuer. Ach, hat oben. Ach, sonst klicke ich halt immer die Kanone. Ja, schöne Scheiße. Macht nämlich tatsächlich relativ viel Schaden, das Feuer. Sag mal, den Boss und das Feuer hier und die Voids, ne? Das wird halt richtig ätzend, das sage ich euch. Alter. Ja, da ist der erste schon mal tot. Sonst klicke ich das oben halt immer an. Ja, super, jetzt ist der. Kann ich den jetzt irgendwie retzen hier? Der muss halt aus der Grütze raus, sonst kriegt er halt 50% weniger Schaden. Aber der Shami hat ja, ich kann sie knicken. Ich kann halt nicht. Ich kann halt den nicht rausdingsen, weil das Viech immer wieder reintauntet. Und so geht er halt nicht down. Lohnt sich nicht zu retzen. Ich hab den schon geretzt, aber der ist instant wieder tot. Kann ich den jetzt mal raustaunten hier? Ja, okay, jetzt ist das Ding down. Ah, jetzt tauntet das blöde Ele wieder drauf. War ja gut gemeint, ne? Aber. Welches Level ich bin? Ich bin hier Stufe 86. Also sprich hier in MOP unterwegs und ja. Machen wir noch ein bisschen Dungeons, beziehungsweise dann diese Bonus-Objectives auf. Dass wir mal Richtung Dings kommen, ne? Richtung WoD. Weil da geht's dann wieder ein bisschen schneller tatsächlich. Fuck, das war nicht gut. Puh! Nix gut. Normalerweise musst du mit so einem Seil hier runter, ne? Aber irgendwie macht es immer nie wer, dass er mit das Seil benutzt. Was schreibt mich denn da jetzt einer an? Ich mache heute kein PvP mehr. Habe ich zumindest nicht vor. Sind da zwei Leute in die Kanonen gegangen? Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Mich gerade angeschrieben wurde. Aber müssten, oder? Müssten zwei drauf sein. Zwei DDs am besten. Warte mal, hier rennen vier an. Ah ne, das war ein Pet, oder? Aber dann sind da nicht zwei drauf. Der Hunter, Junge, wir müssen oben den Panzer kaputt machen, das bringt sonst überhaupt nichts. Eigentlich solltest du als Heiler da nicht hochgehen, eigentlich als DD auch nicht, aber wenn die DD ist, das nicht checken. Und halt hier diese Schwachstelle kaputt machen. Ich habe ja auch erstmal den Boss im Target gehabt, alles klar. Jo, ich wünsche dir eine gute Nacht, ne? Wenn er nämlich dagegen tatscht, dann sind wir, glaube ich, wieder runter. Na, oh mein Gott, das müssen wir halt nochmal hoch. Naja, gut.
Da hat er nur noch ein paar K gehabt. Also, ich denke mal, die müssten die Schwachstelle jetzt so aufklopfen können. Hoffe ich zumindest. Also kannst du leider nicht targeten. Ah ja, jetzt ist er aufgehittet. Perfekt. Sollen wir mit der Truppe noch mal reinqueuen? Ideal. Naja, so schnell ging die Instanz jetzt tatsächlich gar nicht. Was haben wir denn jetzt bekommen? 120k hat das jetzt noch mal gebracht in EP. Ja gut, ne? Geht mehr tatsächlich. Ich weiß halt nicht, ob Questen nicht das Schnellere wäre. I don't know. Aber komm, lass nochmal eine. Achso, ich kann gar nicht queuen. Wer anders? Haben die jetzt krass Schaden gefahren, die anderen Leute? Shadow. Was hat denn der Shadow gemacht? Der war ja unterirdisch. Ja, dann lass mal da aus der Gruppe raus. Lass mal so dann nochmal rein queuen. Würde es mitkommen? Ja, klar. Kannst du mich einfach anschreiben oder ich mache eine Tälergruppe auf hier. Joinst du einfach rein? Kannst du gerne mitkommen? Haben wir denn da oben noch? Seidenkraut. Weil das Zeug abzubauen, ne, bringt halt auch 2000 irgendwas EP. Kann man jetzt gar nichts sagen gegen. Also da kannst du einfach reinjoinen. Ja, der Shadow, der war halt unterirdisch tatsächlich. Habt ihr schon recht. Hier, diese Schildkröten brauche ich auch. Und zwar in Massen. Oh, die kicken mich weg. Das ist ja kacke. Bringen denn die an EP? Sehe ich das nicht? 400. Ja gut, hier bringt eine Schildkröte 400 EP und die haben relativ wenig Life, ne? Also die kannst du halt gut weggehen. Ja, ist jetzt nicht übertrieben viel. Also hier habe ich eine Gruppe aufgemacht, die heißt Taylor. Wenn du mitkommen willst, kannst du gerne mit reinjoinen. Ah, schon mal genug Fleisch. Perfekt. Muss ich hier noch so ein Schweinchen looten? Du bist 92. Dann musst du aber auch runterscalen, ne? Dass wir queuen können. Also diesen Level-Scaling-Gedöns musst du machen. Dann kannst du mit. Ach, da ist das Schweinchen. Warum muss ich jetzt was annehmen? Mit ihm musste ich auch nichts annehmen. Jetzt meine Dings-Items deaktiviert? Nicht, oder? Weil jetzt haben wir alle den das Level-Scaling. Keine Ahnung. Die Quests sind jetzt alle. Nee, das macht keinen Sinn. Jetzt sind meine ganzen Quests grau. Nee, also das ist irgendwie Käse. Dann kann ich. Weil jetzt kann. Nee, warte mal, kann ich den jetzt wieder ausmachen? Okay. Aber ich glaube, ich kann so einfach queuen, oder? Wenn wir jetzt einfach hier im OP-Dungeons. Weil ich möchte den nicht anmachen. Weil dann sind meine ganzen Quests grau, dann kann ich hier nichts mehr machen tatsächlich.
Aber das geht anscheinend, also ich kann reinqueuen. Vielleicht wirst du dann automatisch gesinkt. Weil er hat, glaube ich, auch nicht so ein Level-Sync gemacht und konnte trotzdem mit uns in die Dungeons, ne? Ja, also der Shami hat nämlich nicht so eine Anfrage vorgestellt. Haben die das komplett geändert? Dass du dann nur für das Dungeon irgendwie runtergescaled wirst, weil das mit den Quests ist ja blöd. Du bist höher, wir sinken uns und trotzdem sind meine Quests grau. Also irgendwie macht das keinen Sinn. Müssten ja eigentlich deine Quests grau werden. Ach so, okay. Das wusste ich nicht. Ah, okay. Dann brauchen wir gar keinen Level Sync. Das ist ja cool. Also dann kann quasi. Aber gut, du kannst dann keine höheren Dungeons laufen, oder? Also er könnte jetzt nicht zum Beispiel Warlords of Draenor Dungeons anmelden. Ja, die 120er, die das ganze Gear zählt dann nicht. Also da kannst du tatsächlich nicht viel machen mit. Achso, schau mal, da brauchen wir noch so einen Mob. Ah, wenn das gehen würde, dann könntest du ja richtig krass Leute durchziehen, weißt du? Wäre dann schon richtig stark. Hier machen. Hier muss ja auch noch so ein Schweinchen sein. Das ist bestimmt in irgendeiner Höhle, oder? Das wird hier angezeigt. Sehe ich ehrlich gesagt keins von diesen Schweinchen. Don't know, wo das ist. Vielleicht kennt es einer von euch. Oder vielleicht steht es hier unten. Es wird bloß. Ah, schau mal, das ist. Keine Ahnung, warum das da oben angezeigt wird, ne? Ganz komisch. Nee, ich hab nichts gebunkert. Also, ich habe auch kein Klopapier oder so gekauft. War seit ein paar Tagen nicht einkaufen. Also von dem her. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass das notwendig ist. Ich denke mal nicht, dass jetzt komplett jeder in Quarantäne kommt. Okay. Aber das ist ja eigentlich ganz cool, dass du so queuen kannst. Dann kann quasi jeder, der höher ist, mitkommen, ne? Geschäfte machen demnächst immer auf. Also bei uns war jetzt noch nichts, dass irgendwie welche Geschäfte nicht offen hatten oder so. Weiß jetzt nicht, wo du genau wohnst. Ich glaube, in Österreich ist ziemlich übles, ne? Und natürlich Italien, na klar. Ein Wasser, Nudeln und Reis mehr. Echt? Okay, krass. Ja, aber das wird halt nachbestellt, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, ob die Nahrung komplett knapp ist. Das ist halt eine Momentanaufnahme quasi, wo dann Sachen aus sind. Ja, ich krieg blöderweise nicht frei. Also, so wie das bei uns aussieht, ne? Na super, jetzt hab ich so ein Dings. Also für mich wäre es ja relativ geil, wenn ich sagen würde, okay, hier, wegen Corona wird meine Behörde geschlossen erstmal und ich in Anführungszeichen freikrieg, ne? Zu Hause jetzt isoliert zu bleiben, ist jetzt nicht das Problem, mache ich ja sowieso eh schon, also von dem her wäre das gar nicht schlecht, aber das schaut eher nicht danach aus. Naja, jetzt mal, müssen wir mal abwarten, was sich da die nächsten Tage noch so ergibt. Ich glaube, Österreich, da drehen die gerade richtig am Rad, ne? Da wird, glaube ich, alles zugemacht. Da hast du keine Freude, wenn du in Österreich wohnst. Ach, okay, wir legen hier gleich mit dem Ele los. Am besten ist Ele vielleicht aufbehalten. Bis es irgendwo kritisch wird tatsächlich. Hey, danke dir fürs Followen. Also, ne, man muss es ja jetzt nicht runterspielen. Es ist halt schon.
ein gefährliches Virus. Viele Leute sterben da schon tatsächlich dran. Aber manche Leute steigern sich halt tatsächlich zu sehr rein. Es bricht halt jetzt auch nicht der Dritte Weltkrieg aus. Sterben halt auch viele Leute an einer normalen Influenza, ne? Also von dem her, da drehen die Leute auch nicht am Rad. Ja, zumindest sagen das Experten, dass er zurückgeht, ne, wenn's wärmer wird. Müssen wir mal gucken. Im Endeffekt werden es eh die meisten kriegen, auf kurz oder lang. Sie wollen ja bloß quasi das Ganze so ein bisschen verzögern, dass sie die Kapazitäten noch haben, um alle versorgen zu können, ne? Das ist ja so das Ziel. Ich weiß jetzt nicht, wie es genau ist, wenn es jeder hatte, ob es dann rum ist oder ob es dann wieder mutiert und hin und her, ne? Das weißt du ja nie so genau. Aber auf kurz oder lang wird es halt wieder zurückgehen. Ist halt nur die Frage, wie viele Leute dadurch dann sterben werden, ne? Aber ich bin jetzt da keiner, der irgendwie große Panik vorhat. Wenn es so ist, kannst du halt eh nichts machen, ne? Was schreibst du? Deutschen normalen Menschen passiert eh nichts. Okay. Normalen Menschen. Das klingt jetzt so ein bisschen komisch, ne? Sind die anderen keine normalen Menschen für dich, oder? Was möchtest du damit sagen? Oder war es einfach ein bisschen unglücklich formuliert? Naja, hinterfragen wir das mal nicht. Ja, du meinst normale Lunge, okay. China wegen Smog. Meinst du, dass sie so viel anfälliger sind wegen dem Smog? Ja, gut, klar, wenn du da natürlich irgendeine Vorerkrankung hast, sieht das natürlich nochmal ein Stück anders aus, ne? Tausend Prozent. Oh, ich sollte da aus dem Ding rausgehen, aber wir können ja einmal hier aus dem Stun raus. Ich wusste, dass ich ja eh meinen Cooldown habe, ne? Deswegen bin ich da absichtlich stehen geblieben. Hust, hust. Oh, wir haben sogar ein HT bekommen. Jetzt bin ich aber beeindruckt. So, diesmal moven wir mal raus, dass wir es nicht nochmal kriegen. Irgendwie der Fässer-Buff wird nicht mehr angezeigt auf dem Boss, ne? Wenn hier jemand mit einem Fass reinrollt. Nee, es sind glaube ich schon mehr gestorben als zwei. Ich glaube, am Freitag waren es irgendwie vier oder fünf. Also es sind tatsächlich schon ein paar mehr. Es werden wahrscheinlich auch noch mal einige mehr werden über die nächsten Wochen, also das ist eh klar. Aber dennoch fange ich jetzt nicht an, irgendwelche Nudeln zu horten oder Toilettenpapier oder irgendwas, keine Ahnung. Das ist mir dann auch zu blöd. Was halt diesem Problem tatsächlich ist halt diese Spirale, ne? Du hast ein paar Leute, die sind halt panisch, decken sich halt mit allem übelst ein. Und dann hast du aber das Problem, auch wenn du keiner von denen bist, die da irgendwie reinpenigen, musst du dir halt überlegen, okay, vielleicht soll ich das jetzt auch machen. Nicht, weil ich hier reinpanik, sondern weil die anderen sonst halt alles wegkaufen und du dann halt, wenn du wirklich was brauchst, blöd dastehst für deine normalen Einkäufe, weißt du? Und das ist halt so ein bisschen, und das denken sich dann halt mehr Leute, und dann hast du eine Spirale und dann hast du halt wirklich Engpässe irgendwann. Okay. Ja, aber mit so Aussagen, ich weiß nicht, also das ist halt auch viel so Halbwissen und sowas. Ich kann euch auch was sagen hier. Ich bin mit ein paar Arbeitskollegen, haben wir so eine WhatsApp-Gruppe, ne? Und da hat eine Kollegin irgend so eine Sprachnachricht rumgeschickt, dass anscheinend, ich weiß jetzt nicht, was war es, ich glaube Ibuprofen, dass da irgendwie die Universität in Wien rausgefunden hat, dass über Ibuprofen und, na, dass quasi, wenn du Ibuprofen nimmst, dass das irgendwie Corona noch, dass es dann schneller ausbrechen kann. Irgendwie so ein Käse auf jeden Fall, ja.
und meinte, ja, das hat sie von dem und dem gehört, ist auf keinen Fall ein Fake. Und 10 Sekunden später postet eine andere Kollegin hier eine News drunter von dieser besagten Universität, die davor warnen, dass Sprachnachrichten rumgehen im Netz, die genau das behaupten und dass die quasi Fakes sind. Ne? Und ich mir auch denke, weißt du, da gibt es halt Leute, die absichtlich dann auch noch quasi so Falschnachrichten verbreiten, um dann noch die Leute zu verunsichern, wo ich mir halt auch denke, muss sowas sein? Da gibt es halt eh schon genug, die panisch sind. Vor allem, ich lese es so, schau so rüber. Ich habe halt öfter mal Kopfschmerzen, auch Migräne, ne? Und habe hier halt schon eine ganze große Packung Ibuprofen liegen, ist. Genauso neben dem Handy, so eine ganze Packung, das ist richtig klischee-mäßig. Und ich habe halt, weiß ich nicht, letzte Woche oder so mir schon ein paar Ibuprofen reingehauen, weil ich halt recht Kopfschmerzen hatte wegen dem Wetter, ne? Aber ich habe mir schon gedacht, okay, das hört sich schon ein bisschen absurd an, ne? Ja, also, aber. Weißt, muss ich dann auch noch irgendwelche Falschnachrichten verbreiten, um die Leute dann noch mehr zum Paniken zu bringen? Das finde ich halt schon ein bisschen arm tatsächlich. Ach, 2 pro Person, 2. Also jetzt wird's schon rationiert. Oh, ach du, er hat hier geschroudet. Hätte ich das mal vorher gewusst, dass er einen Shroud anwirft. Ich bin schon rein. Hätten wir hier die skippen können. Okay, er hat an dem Level schon den Shroud. Nicht schlecht. Okay. Wo wohnst du denn? Wo werden dann die Lebensmittel rationiert? Naja, Ibu ist halt allgemein Schmerzmittel, ne? Also gut gegen die Migräne, also ist es okay, ja. Es gibt ein extra Migränemittel, aber es ist halt allgemein gegen Kopfschmerzen, hilft schon ein bisschen was, ja. Okay, interessant. Also was ich zum Beispiel mache, ich schaue mir immer so ein bisschen die Statistiken an, wie es sich ausbreitet und ich finde es halt echt interessant und so, ne? Aber ich bin da jetzt null einer, der reinpanickt und irgendwie. Aber ich finde interessant, wie sich das entwickelt, wie sich das so spreadet. Das ist ähnlich wie wenn du so einen Termitenhaufen anschaust, wie so die ganze Struktur sich dann immer weiter in einzelne Fitzelchen verbreitet. Oh, das war, glaube ich, hier nicht so gut, das alles zu pullen. Oder ich krieg gerade ziemlich auf den Sack. Scheiße, ich bin gesleept. Jetzt werden die Leute auf den Sack kriegen. Ich hätte mich bewegen sollen, merke ich gerade. Ich hätte moven müssen, ne? Das war jetzt my bad, dass der eine gestorben ist. Ich habe nicht gemoved. Und wurde gesleept. Muss hier ganz schön viel moven hier. Steckt halt übelst schnell hoch. Springen wie nochmal was. Okay, da steht ein Link Totem. Laufen wir mal rein. Na gut. Vielleicht auch nicht alle zusammenpullen sollen, hä? Musst du halt die ganze Zeit nur noch springen, sonst bist du halt einfach weggesleept. Na komm, jetzt töten wir mal hier was. Warte mal, gehen wir hinter das Ding. Ich habe ja gelernt, dass ich die nicht mehr zusammengrabben kann. Das haben sie ja hier leider verhindert. Okay. Ich hab meistens tatsächlich Ibuprofen. Aber ich denke mal, das hängt auch von jedem Einzelnen ab, oder? Wie da die Verträglichkeiten sind und so. Tropfen hatte ich tatsächlich noch nie genommen. Am besten hier reinstellen, weil die haben so einen Strahl, ne? Oder wo sie miteinander sich immer hochheilen. Am besten stehst du dich irgendwo rein, dass du die Strahlen quasi unterbrichst. Sodala. Die sind alle down. Also ich merke es gerade schon echt von der Müdigkeit. Also so lang werde ich heute jetzt tatsächlich nicht mehr machen. Halt die halbe Stunde oder so noch. Ganz bequem. Noch ein paar Dungeons und dann werden wir das nächste Mal hier ein bisschen die Bonusziele abfliegen oder die Bonus-Objectives so rum. Aber wenn wir jetzt schon mal eine Gruppe haben, fast eine komplette für Dungeons, dann machen wir hier erstmal noch ein bisschen was. Da wissen wir wenigstens, was wir haben an Leuten.
Okay. Uiuiuiui. Vielleicht muss man so ein bisschen. Jetzt wäre so ein Dings ganz gut, ne? Jetzt wäre so ein Ele ganz gut gewesen. Die hauen halt echt gut rein, ne? Also da kannst du nichts sagen. Komm her. B-Elementar. Ah, ich habe meinen Salat noch hier rumstehen, ne? Vom Abendessen. Da war noch etliches über. Und den wollte ich eigentlich nur essen. Das habe ich vollkommen vergessen. Jetzt muss ich mal überlegen, ob ich da nebenbei noch so ein bisschen reingabel. Stimmt. Mein ganzes halt hier noch liegen. Ich hoffe, die Essensgeräusche sind jetzt nicht allzu laut. Stell mich mal so hin, dass der. Ah ne, okay, das ist kein so ein Strahlentyp. Es gibt ja hier zweierlei. Eine, die so einen Strahl raushauen und die andere. Ah doch, der macht auch einen Strahl. Haben ja aufgepasst hier. War zu sehr in meinem Salat fixiert, dass ich nicht wecke, aber das ist jetzt nicht gut. Ich habe jetzt noch keine CDs. Oh, geht aus dem Strahl raus. Lass doch mir den Strahl als Tank. Muss ein bisschen hüpfen hier. Na komm, hauen wir noch die Runenwaffe raus. Jetzt wird es dann langsam knapp. So, klauen wir uns den Heilstrahl, weil der heilt dich um 1% pro, glaube ich, paar Sekunden. Ist ganz stark, wenn du dich als Tank da reinstellst. Ich hab halt blöderweise nichts mehr. Mich jetzt noch hochzuziehen. Oh shit, ich muss abstecken. Oh fuck, jetzt lande ich genau dann, wenn das Zeug kommt. Okay. Ich krieg auch irgendwie gar keine Heilung mehr. Ist der Heiler irgendwie in einer. Also irgendwie passiert da nicht viel. Ich wollte mich jetzt eigentlich in den Dude reinstellen, dass ich hier den Strahl. Ah, jetzt kriegen wir den Strahl wieder ab. Okay, da kommt hier das Linktote. Was ein Kampf ist es hier gerade. Ja, nicht zwangsläufig, die dürfen hier bloß nicht durchcasten. Wenn du dich reinstellst, dann heilt sich der Boss auch nicht. Also du kannst die auch quasi stehen lassen. Und ja, die Mobs dafür nutzen, dass sie dich halt hochheilen. Also zwangsläufig töten musst du sie nicht unbedingt. Aber wenn sie auf den Boss durchcasten, ist halt RIP, ne? Das ist halt prozentual. Und der Boss hat ja viel Life und heilt er sie so schnell hoch. Ich hoffe, das geht jetzt, dass ich meinen Salat hier esse. War jetzt gecued, oder? Ja, dann auf geht's. Ich würde sagen, ich versuche jetzt mal hier die Waffen mitzunehmen. Also ich quest jetzt erstmal nicht mehr weiter. Achso, die Gruppe wurde aufgelöst. Ja gut, dann wir halt so nochmal rein. Jetzt schauen wir erstmal, ob wir noch ein paar Sachen looten können. Jo, danke dir. Ich stoche jetzt einfach nebenbei so ein bisschen in meinen Salat rum. Dass ich den noch esse. Also meinst du, dass das mit ihm runtergedingse nicht so gut ist? Es wird der nächste. Ich glaube, jetzt haben wir bald nur noch Heiler in der Gruppe. Wir brauchen eher Leute, die gut Ra Damage raushauen. So, da hinten haben wir noch eine Quest, die wir abgeben können. Aber die Erze, die nehmen wir auch mit. Wie gesagt, die bringen relativ gut EP.
Mein Salat schwimmt halt hier ein bisschen im Wasser. Also, beziehungsweise in der Salatsoße. Aber ich mag das ganz gern. Also, ich trinke die tatsächlich auch. Also, Salatsoße ist echt eine feine Sache. So, hier nehmen wir die Quests nicht an. Das haben wir jetzt noch schnell abgegeben. So, jetzt muss ich mal gucken, ob diese Waffen auch so krass EP bringen. Weil die kannst du halt erst looten, wenn du 86 bist. Und sonst habe ich die mal ausgelassen. Ne? Habe immer die anderen Sachen nur aufgehoben. Jetzt werden wir uns das mal angucken hier. Also hier sind anscheinend zwei Spots, wo die gleiche Waffe ist. Ich schätze mal, in einem ist sie halt dann. Ach so. Aber hat nicht einer von euch als Heiler gequeued? Was ist denn das? Das ist eine Teepflanze. Okay, die bringt nichts. Teepflanze ist nämlich ein bisschen buggy. Und die bringt irgendwie so gut wie keine EP, warum auch immer. Also, die anderen Sachen, die bringen irgendwie 2K, über 2K. Die Teepflanze, die bringt halt irgendwie nichts. Oder fast nichts. Also, hier ist aber irgendwie nichts. Der andere Spot ist da hinten. Oder kann das dann irgendwo hier dazwischen liegen? Oder Wasser? Da soll es liegen. Ja gut. Keine Ahnung. Also ich weiß nicht, wo dieser Stab liegen soll. Hier sehe ich nichts. Jetzt können wir da nochmal gucken. Wäre da irgendwo. Ist das ein Höhleneingang? Nee. Ich da drüber fahre. Na gut, okay. Also den finde ich schon mal nicht. Dann lassen wir den schon mal liegen. Weil diese Waffen, die nehme ich eigentlich halt nicht mit, ne? Hast du das ist ein 200 Gramm Steak rumliegen? Ja, das ist nice. Das hätte ich jetzt auch ganz gern. Also der Salat ist auch nicht schlecht, ne? Kann ich mir jetzt auch nicht beschweren. Aber so ein Steak wäre natürlich jetzt auch schick. Ich müsste aber noch ein bisschen was von der Lasagne haben. Die muss ich nachher auch mal noch gucken. Falls die mein Bruder noch nicht wegschnabuliert hat. Der ist da mal relativ schnell bei sowas. Jetzt schauen wir mal, ob die andere Waffe da ist. Und wenn die Waffen irgendwie, wenn ich die jetzt nicht finde, dann, wie, hier soll auch noch eine Waffe sein. Keine Ahnung, die sehe ich jetzt auch nicht. Kann es sein, dass das Buggy ist? Oder ist die im Haus drin? Oder? Vielleicht musst du da irgendwie einen Questfortschritt auch haben, wisst ihr? Keine Ahnung. Also die sehe ich jetzt hier auch nicht. Die muss ziemlich genau hier sein. Da ist aber auch nichts, was ich looten kann. Was ich für einen PC habe. Schau mal unten in diesen. In den Panels, da habe ich die ganzen Sachen einmal verlinkt. Also das habe ich jetzt auch nicht gefunden, keine Ahnung. Ah, ich schätze, dass das tatsächlich irgendwie ein bisschen rumbuggt. Jetzt können wir nochmal gucken, Teepflanze. Ah, seht ihr, 150 EP, keine Ahnung, also das ist echt ein bisschen RIP. Die Spitzhacke gucken wir noch. Und dann fliege ich halt die Sachen ab, wo ich weiß, dass die auf jeden Fall die EP bringen. Und dass die halt auch da sind, ne? Also die Spitzhacke soll anscheinend hier sein. Ah, wahrscheinlich muss ich da in eine Höhle rein, aber das lohnt sich nicht. Elite killen. Ah, das rentiert sich meistens leider auch nicht, weil der, ja, weil der ewig dauert und meistens hier gar nicht so viel EP bringt. In MOP kannst du es tatsächlich knicken. Ich glaube hier so in den alten Expansions haben die relativ viel gebracht. Die Rares, aber hier nicht mehr. Teepflanze, Teepflanze. Echt ernüchternd. Jetzt schaue ich mal noch, ob das eine Ding da ist. Und wenn ich das auch nicht sehe, dann kannst du, glaube ich, die Waffen auch vergessen, ne? Vielleicht musst du da mittlerweile noch höher sein. Vielleicht musst du doch Level 90 sein, dass du die aufmachen kannst. Oder nahezu. Weil da war ich ja vorhin schon mal dran. Dann hat einer gemeint, das kann ich erst.
Aber schau mal, die Waffe ist da, die glitzert hier. Die war vorher nicht da. Ja gut, 27k hat die jetzt gebracht. Geht ja. Ja, aber die anderen habe ich jetzt tatsächlich nicht gesehen, oder? Gut, das weiß ich, dass keine EP bringt. Ja, mal gucken, im Kulai sind einige Sachen, ne, wo ich sicher weiß, dass wir die holen können. Ich jetzt natürlich noch den EP-Bonus hätte, ne, also ausgeruht wäre, wäre das natürlich ein Ticken besser, aber das ist leider nicht der Fall. Ich habe hier schon ein paar abgebaut. Also da unten, die habe ich schon alle abgebaut. Die konntest du ja mit dem Low Level schon machen. Da habe ich am Anfang schon ein paar geholt. Naja, da war ich schon dran quasi. Jetzt schauen wir mal, hier in der Höhle ist auf jeden Fall eins. Wenn du nichts berührst, kannst du relativ lang hier reinfliegen. Habt ihr gesehen? Ich bin jetzt fast das komplette Ding reingeflogen. So, wo ist das Ding hier? Eigentlich müsste das da hinten in der Ecke. Das letzte Mal war das doch da. Warum ist das jetzt nicht da? Oh, ich habe keinen EP-Trank mehr drin, ja. Gut, dass du es sagst. Ich hatte, mit meinem anderen Account habe ich eine Weak-Aura, die mir das ansagt. Okay. Hier ist halt einfach nichts zum. Warum? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das letzte Mal hier ein Item gekriegt habe. Das war da ganz hinten in der Ecke drin, ne? Das ist jetzt dieses Mal nicht da. Ich verstehe es halt nicht. Also teilweise sind die auch komisch. Es gibt ja auch ein paar, die dann woanders liegen, bei anderen Charakteren. Ach scheiße, jetzt muss ich da. Komme ich da hoch? Ah ja, okay. Komme ich. Also, weiß ich nicht, ganz seltsam manchmal. Ach so, meinst du, die sind nicht immer da? Okay, das kann natürlich schon sein. Aber die, die ich normalerweise abbaue, die sind eigentlich immer da, ne? Na gut, okay. Dann war vielleicht hier irgendjemand unterwegs. Ja, aber eigentlich sind die, also die anderen sind normalerweise, wenn einer lootet, nach ein paar Sekunden wieder da. Super, da hängt einer am Boden drin. Ach. Der eine ist verbuggt. An den komme ich nicht ran. Der hängt im Boden drin. Daher müssen wir die Mobs outrangen. Das hilft alles nichts. Also anscheinend diese Schließkassette, die kriegen wir leider nicht. Schauen wir, dass wir den Falken nicht auch noch pullen. Also die ich halt immer hole, sind eigentlich die hier hinten. Die sind eigentlich auch alle immer da. Ich kann jetzt mal noch gucken, ob die Waffe da ist. Die wird wahrscheinlich auch eher so ein Rare-Ding sein. Ich glaube, die habe ich das letzte Mal nicht gefunden, die Waffe. Müsste ja hier sein, ne? Wahrscheinlich vor dem Wagen oder in dem Wagen. Aber da scheint nichts zu sein, okay. Das Ding ist aber, weiß ich, dass es immer da ist. Und die eigentlich auch alle. Gut, die Waffe hier, das weiß ich jetzt nicht. Naja, jetzt klappern wir erstmal die Geschichten ab. Warte mal, haben wir da unten irgendwas? Ist noch eine Teepflanze, oder? Ja, Teepflanze kann sie liegen lassen. Den hier brauchen wir einmal noch. Hier gibt es manche Teile. Wenn du erholt bist, kriegst du fast 100k, ne, für die Dinger. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war auch eins, was relativ viel gebracht hat. Ja, siehst du, 46k, ne? Wenn du Allianz bist.
Dann kriegst du ja noch ein paar Prozente mehr. Dann kriegst du ja nicht 10%, sondern 25%. Und wenn du erholt bist, kriegst du ja genau das Doppelte. Dann sind wir halt bei 100k für das eine Teil. Ne? Dann baust du drei oder vier von den Dingern ab und dann hast du ein Level ab. Aber das sind halt nur manche, die so viel bringen. Die meisten bringen halt nicht ganz so viel. Deswegen lohnt sich das richtig, wenn du erholt bist. Was die Mission gerade ist, den Char im Optimalfall auf Max-Level zu bringen oder halt auf 110 zumindest. Ja, dann wählt halt einer Heal von euch aus, dann queuen wir neu rein. Das bleibt sich für mich relativ gleich. Also ich kann jetzt hier die Sachen abklappern, die bringen halt auch ziemlich viel EP. Von Dungeon würde ich schon auch machen. Ja, kann ich machen. Da muss ich aber abbrechen. Warte, ich mach nochmal hier. Eine Gruppe ausschaut, das bringt auch 46k. Also das sind die Sa Sachen, die richtig EP bringen. Ne, wenn ich erholt gewesen wäre, hätte ich jetzt durch die zwei Dinger 200k bekommen. Mir das knapp. Nee, er glaube ich wollte umloggen. Ich warte jetzt kurz, bis er fertig umgeloggt ist. Fürs nächste müssen wir halt ziemlich weit in diese komische Höhle rein, ne? Die ist ein bisschen ätzend. Da vernünftig reinkommen. Ich hätte gedacht, dass ich heute ein bisschen weiterkomme tatsächlich. Aber irgendwie zieht sich MOP jetzt gerade schon richtig krass. Ah, schau, da passt mein Transmog gut in die Höhle. Bin Eisfuchs quasi. So. Haben 120er sogar. Ja, der wollte ja umloggen. Der hat irgendwas gemeint, dass er heilen will. Mal schauen, wie das mit Max-Level-Char klappt. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Das brechen wir ab und dann queuen wir jetzt hier. Also, dass du ohne Level sinkt, ne? Mit den ganzen Chars rein. Also, wir haben jetzt einen dabei, der ist 120, einen, der ist 111, einer ist 85 und ich bin halt 87. Und das funktioniert halt, ne? Dass du einfach Dungeons queuen kannst, das wusste ich tatsächlich nicht. Schau, da haben wir nochmal so viel. Also, das sind jetzt die ganzen Dinger, die richtig EP bringen tatsächlich. So, dann wieder einmal raus aus dem Laden hier. Da gibt es halt noch ein paar andere, die wirklich so krass viel bringen. Ja. Ich brauche halt den Volpera noch auf 110, wegen dem Achievement. Ja. Es gibt da. Machen wir es denn? Bop, 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 bop. Ruf ist es drin, genau. Das hier dann Volpera auf 110 leveln. Deswegen mache ich das unter anderem. Weil Twink-Chars habe ich tatsächlich schon genug. Irgendwas, also ich glaube, das müsste der 87. Twink sein. 88. Irgendwie sowas um den Dreh rum. Also, ja, haben wir tatsächlich doch schon einiges. Ah, da kommt er noch, der Proc. Ah, da waren wir noch nicht drin. Ja, machen wir das Dungeon hier noch. So, normalerweise ziehe ich die immer hier mit rein. Weil du wirst draußen nicht noch mehr Mobs adden. Mal schauen, was wir hier auf den Sack kriegen. Ah, da kam Mast dann. Ich erstmal weggestunt. Er ist jetzt auf 90 gescaled, ne? Warte mal, wenn ich ihn jetzt angucke.
Ja, aber da steht jetzt nichts dran, dass die Sachen deaktiviert sind. Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich Corruption wird nicht funktionieren. Die ganzen Azerith-Sachen werden nicht funktionieren, schätze ich mal. Ich muss jetzt bloß hier einmal reinlaufen, dass ich den Boss instant trigger. Mal einmal hier CD ziehen. Ah, jetzt ist der Boss getriggert. Okay, weil hier, das dauert immer ewig, bis dann das Event losgeht. Deswegen mit den Mobs immer hier reinlaufen. Das ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Jetzt sind wir weggestunt. Okay, da kommt der Boss. Okay, da geht's los mit dem Bosskampf. Joa, passt. Kannst du noch ein bisschen was rausholen, ne? Hier früher, das sind die Tricks aus nicht Mythic Plus, sondern aus dem Challenge-Mode damals noch. Hier MOP gab es ja den ersten Challenge-Mode. Da musstest du überall gucken, dass du noch das letzte an Zeit rausholst. Und so konntest du diese Story-Event quasi ein bisschen, ja, nicht zwar nicht skippen, aber zumindest die Zeit überbrücken, ne? Wenn du die Mobs halt hierher gezogen hast, hast du halt da gemacht. Ach ja, Ding war auch ganz lustig, Challenge-Mode damals. Habe ich ganz gern gespielt. Weil ich mir immer dachte, warum machen sie den Challenge-Mode nicht so, dass du nicht runterscalst, sondern dass die Mobs hochscalen. Und genau das ist ja eigentlich M Plus, ne? Aber irgendwie traue ich trotzdem dem Challenge-Mode mehr hinterher als M Plus jetzt. Obwohl es genau das ist, was ich damals wollte, ne? Irgendwie ein bisschen absurd. Denke ich, mache ich die Instanz hier noch fertig und dann müsste es eh mit der Episode gewesen sein. Boah, dann haben wir eh schon zwei. Dann werde ich mir, glaube ich, ins Bett gehen. Aber ne, meine Wäsche muss ich noch rausholen. Das habe ich jetzt schon fast wieder vergessen. Dann machen wir halt dann morgen fertig, ne? Dann ist der Chart zumindest auf 88, denke ich mal, nach der Instanz. Dann müssen wir morgen noch ein paar von diesen Teilen looten. Ich denke mal, ein Level werden wir auf jeden Fall noch kriegen. Und dann können wir noch WoD gehen. Der jetzt da. Haut er so ein bisschen in die Säule rein. Mal schauen, wie weit wir dann morgen noch kommen. Ach, warte, den haben wir auch. Ja, wir haben alle, passt. Ah, da bist, kann er da durchkommen? Wer hat das gemacht? Ah, okay, in der Mitte war anscheinend genug Platz, dass er durchgekommen ist. Nicht schlecht. Schauen wir mal, wie viele Mobs wir da hinten zusammenziehen können. Oh, ich habe auch keinen Platz mehr, sehe ich gerade. Ja gut, dann schmeißen wir hier mal was weg. Ich habe anscheinend heute den ganzen Tag nichts verkauft. Mal auch weghauen. Und die ganzen Kisten habe ich nicht aufgemacht. Was haben wir denn? Den Ring brauche ich auch nicht. Ja, vielleicht kriege ich ein bisschen was durch die Trash-Items. Ne? Auch vor allem diese im Grauen, die du hier aufmachst. Seht ihr, das ist 100 Gold wert. Da kommt schon ein bisschen was zusammen. Hier. Heiltrank haben wir auch noch rumliegen, die können wir eigentlich mal rausziehen. Wenn wir die schon haben. Wenn man, packen wir die mal hier hin. Dem Druid, der steht da oben, hat keine Lust mehr mitzukämpfen. Ja, hier, ne? Einfach durchleechen. So machen wir es gern. Mal die beiden mit. Schau, ich weiß schon, wo die Stealth-Mobs stehen. Hier, da musst du einfach immer nur moven, weil die casten hier diesen Shit. Ach, Chinasuppe ist fast leer. Ja gut, da muss man natürlich Prioritäten setzen. Ich muss halt immer moven, darf nicht stehen bleiben. Dann können die mich nicht CC'en. So läuft das. Wir brauchen halt auch Schaden. Leute müssen halt auch drauf damagen, aber passiert irgendwie gar nichts. Bitte das? Ne, die kannst du. Ah, doch, die kannst du stunnen. Perfekt. Ah, muss ich wieder weg.
wir hier die noch geedit. Heilung dürfen sie halt nicht durchcasten jetzt. Okay, da haben wir jetzt Doppelstun drauf. Bis jetzt wurde ich von den anderen noch nicht gestunt, ne? Aber wenn es blöd läuft. Okay, dann haben wir nochmal Interrupted bekommen. Ja, die heilen die halt wieder ganz fix voll. Nice. Ohne Stun durch die Nacht hier. So, jetzt können wir die Sachen looten. Ich habe die Quest zum Glück hier noch offen. Oben, das müssen wir dann auch noch machen. Ach, hier steht. Hä, wo kommen denn die denn noch her? Anscheinend noch mehr Mobs. Gar nicht gesehen, dass da noch mehr waren. Einfach mal, wir haben einen Kampf gedrückt, ne? Sachen gelootet. So muss das sein. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal den Boss noch. Und dann laufe ich einmal rum und loote alles. So, da la. Hier quasi hinter die Ecke ziehen. Wenn wir gleich gestunt. Hebeln wir aus. So, der kommt hier noch mit rein. Die kriegen zwar einen Buff, ne, wenn die zusammenstehen, aber dann kannst du cleaven, das macht tatsächlich mehr aus. Ich werde halt jetzt ab und an gestunt, aber da kann ich... Also wenn ich jetzt hier noch weiterziehe, das macht dann keinen Sinn. Da lasse ich mich lieber stunnen. Dann stehen die alle zusammen und easy. Dann kriegt der Boss nämlich schneller seine Buffs drauf und dann können wir ihn schnell runterhauen. Jetzt kann ich... Bei dem müsste es ein Achievement geben, dass du den Boss tötest, bevor die Ads sterben, ne? So, okay. Jetzt looten wir da oben noch was. Da müssen noch so ein paar kleine dann sein. Die müsste ich dann auch noch wegklopfen. Da haben wir nur noch einen Endboss. Genau, Endboss-Quest und die hier. Ja gut, wunderbar. Mal machen. Das hat ein Bit. Kleinen Mobs hier. Ich brauche halt diese ganzen Sachen für die Quest, ne? Na gut, ich hätte lieber andersrum gehen sollen. Ist wenigstens der Shadow noch hier. Wahrscheinlich braucht der die Quest auch, die anderen sind schon mal hochgelaufen. So, das haben wir. Drüben muss dann noch eins sein. Ach so, da sind wahrscheinlich zwei drin, ne? Hier kannst du auch mit dem Mogu-Schlüssel die Extrakisten aufmachen. Die gibt es, glaube ich, unter anderem aus dem Tal, ne? Über einige Dinger hier. Du, ich würde dir raten, versuche einfach mal den 5-Masken-Run. Die Aufwertung kannst du ja auch im 5-Masken-Run holen. Ich würde dann einfach vorsichtig pullen. Jetzt ist ja mittlerweile der Umhang schon hoch genug, ne? Immerhin lohnt es vom Damage dabei zu sein. Jetzt habe ich nicht geguckt, was... Tatsächlich, ja. Du machst relativ viel Schaden. Hier beim Boss hast du recht gut rausgerotzt. Das stimmt schon, ja. Aber macht ihr auch gut Damage? Nicht nur gut Damage, hier gut EP? Klappt das? Weil ich kenne mich da jetzt nicht aus, ne? Wenn du quasi runter... gesinkt wirst, ob du dann noch trotzdem gut EP kriegst. Also klar, der 120er, der kriegt keine EP, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Aber die anderen halt. Natürlich alle hier auseinandergezogen. Mops. So, da ist überall das Ele quasi.
Ideal wäre halt, wenn man einen Char in der Gruppe hätte, der irgendwie vom Level so ist, dass man die ganze Zeit ins Verlies reinkommt. Dann könntest du so viele P machen. Ja, die Abschluss-EP müsste ja bei dir auch scalen, ne? Also dann müsstest du ja die volle bekommen. Sudala. Ja, das Level kriegen wir auf jeden Fall noch voll. Prozent weniger Rüstung, unschön. Boah, jetzt habe ich nebenbei gar nicht so viel gescrappt, wie ich scrappen wollte. Ne? Eigentlich war mein Plan, dass ich die ganze Zeit, während ich hier am Leveln bin, die Sachen scrap. Jetzt habe ich mir ein paar tausend von den Handgelenken zu meinem Main geschickt. Die verstopfen mir jetzt das ganze den ganzen Briefkasten die nächsten Tage noch, bis ich mich aufraff, die dann mal so alle durchzuscrappen. Ne? Und das dauert halt teilweise echt lang. Das ist wohl richtig, ja. In verschiedenen Contents gibt es halt verschiedene Sachen, die mehr oder weniger EP bringen, ne? Jetzt, wo ich hier MMP mache, muss man sagen, mit Abstand das meiste an EP bringen halt diese Bonus-Objectives, die ich da aufmache, ne? Die bringen sehr viel, aber da hast du halt nur begrenzt. Also du kannst nicht halt komplett nur mit denen leveln. Da machst du vielleicht, ja, so zwei Level oder so mit. Bisschen mehr, wenn du tatsächlich dann noch erholt bist. Aber das reicht halt leider nicht. Und sonst mache ich halt meistens Instanzen, ne? Aber Dings würden sich ja auch gehen, Quests. Also heute hatte ich ein paar Runs dabei, wo ich dachte, hätte ihn mal lieber gequestet. Weil das halt echt dann nicht ganz so geil war. Aber naja. Was, du kriegst 8k für den Abschluss? Das ist aber wenig tatsächlich. Ah, dann lohnt sich's ja gar nicht. Oder meinst du jetzt hier für den normalen Mobs 8k? Dann wäre es nämlich ziemlich viel. So, Mana sieht gut aus. Auf geht's. Boah, ich bin jetzt schon echt hundemüde, ne? Ja, nachdem haue ich mich auch in die Falle. Bei ist halt auch schon, ne? Dann lieber morgen nochmal ein bisschen früher an. Ich drehe den da vielleicht für den einen Hit mal ein bisschen raus, dass die anderen nicht großartig moven müssen. Wir sind ja gruppenfreundlich, wisst ihr? Hier für das. Aber auf den Sack hier gerade. Komm, wir haben uns durch diese Heiltränke rausgezogen. Zack, ziehen wir einen Heiltrank. Shadow stirbt gerade. Komm, ich zieh mir mal ein CD, dass er einen Shadow heilen kann. Ich muss immer checken, ob ich den Trank drauf hab, ne? Ich habe mich jetzt so dran gewöhnt. Ich habe mit dem Main-Account eine Weak-Aura. Wenn ich den Trank nicht drauf hab, zeigt mir das das an. Aber das habe ich anscheinend mit dem Account nicht. Das ist ein bisschen suboptimal. Jetzt habe ich vorher die ganze Zeit mit dem Trank gespielt. Klar, es sind jetzt nur 10, in Anführungszeichen 10%, aber haben oder nicht haben, ne? Ganz klar. Musst du gucken, wo du bleibst. Was haben wir denn hier? Vielseitigkeit. Ja, komm, nehmen wir das Vielseitigkeitsgear. Ah, ist sogar hochgerollt, perfekt. Hose ist eigentlich komplett egal. Ach, shit, mein Inventar ist voll. Ja, gut, was haben wir weg? Hier, so eine Suppe. Gut, dann einmal raus. War jetzt für heute auch meine letzte Instanz. Ich bin am Überlegen, ob wir jetzt quasi zum Abschluss, jetzt ist zwar die Stunde gerade schon durch, aber ob ich jetzt noch ein bisschen diese Bonus-Dinger einmal abklappern soll, zumindest hier im Kunlei-Gipfel, dass ich dann nicht nochmal herfliegen muss. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Hey, ich grüß dich. Dass ich da noch das ein oder andere mal mitnehme. Einen Ticken überziehen quasi. Was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5. Manche bringen halt tatsächlich auch nicht so viel. Ah ja, aber die ein paar können wir noch mitnehmen. Vielleicht kriegen wir da noch so ein halbes, dreiviertel Level zusammen. Jetzt bin ich ja schon Stufe 88, ne?
So, 29 km, ja. Passt. Immer noch auch so Sachen. Schneelilie. Schauen wir mal, ob das Kraut auch weniger LP bringt. Doch, schau, das bringt. Ach, das kann ich nicht looten, so ein Scheiß. Cool wäre es, wenn das Inventar voll wäre und du immer wieder DP kriegst, ne? Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Jetzt müssen wir das mal alles weghauen. Zu viel Zeug, echt. Ist halt leider. Halt, das eine war was wert, ne? Das, den Dolch, den wollte ich ja verkaufen, weil der 10.000 Gold anscheinend im Auktionshaus wert sein soll. Der Hals, den werden wir sicher nicht für irgendwas verkaufen können. Einfach mal alles hier zum Händler. Cool, das ist sogar auch was. Warte mal, das ist. Ach, Kette war das. Ich dachte gerade, das ist ein Leder-Item. Okay, jetzt müssten wir wieder einigermaßen genug Platz haben, um hier ein paar Sachen aufzumachen. Aber schaut mal an, hier ist ziemlich viel, ne? Hier sind ziemlich viele Erze und Kräuter. Also wenn du damit jedem 2000 irgendwas kriegst, ne? Also das könnte sich halt tatsächlich auch rentieren, einfach nur Kräuter und Erze abzubauen und damit hochzuleveln. Ist halt die Frage, wie schnell das ganze Zeug wieder respawnt, ne? Solange keine Teepflanzen da sind, ist alles gut. Ja. Wie gesagt, es gibt da auch Strategien, dass du MOP einfach nur Kräuterkunde und Bergbau machst. Ob ich gar kein Diablo spiele. Also ich habe mal eine Weile sehr lang und intensiv Diablo 3 gespielt. Aber da habe ich halt auch kaum WoW dann gespielt in der Zeit, ne? Da habe ich so ein bisschen, ja, es war jetzt nicht komplett WoW-Pause, aber da habe ich kaum was in WoW gemacht. Und dann habe ich halt sehr viel in Diablo gemacht. Ich konzentriere mich ganz gerne nur auf 1, ne? 1 halt richtig. Und da ich gerade in WoW recht aktiv bin, will ich eigentlich ungern im Moment großartig Diablo zocken. So, warte mal, wo müssen wir jetzt hin? Das war, glaube ich, auch wieder in der Höhle drin, oder war das oben? Schauen wir mal, ob das am Gipfel war. Schaut fast so aus, ob das oben war. Aber hier kann ich jetzt nichts looten, ne? Muss anscheinend genau hier liegen. Aber da sehe ich jetzt tatsächlich nichts. Das ist auch wahrscheinlich wieder eins von den Items, die auf Chance da sein können. Das nehme ich nämlich sonst normalerweise nicht mit. Okay, da sehe ich jetzt tatsächlich nichts. Nehme ich lieber die anderen noch mit. Hier gibt es quasi eins in der Höhle. Und ja, mal schauen. Ja, guck mal erstmal, das in der Höhle. Das hat, glaube ich, noch ganz gut EP gebracht. Und hier unten, die können wir noch mitnehmen. Und, weiß ich nicht, der Rest ist eigentlich nicht mehr so viel. Hier sind die ganzen Waffen, ne, aber die können halt auch nur auf Chance da sein. Ob ich morgen dann wieder weiter level? Ja, hab ich vor, morgen Abend wieder ein bisschen. Ja, wir müssen ja dann hier MOP fertig kriegen, beziehungsweise dann WOD, aber WOD ist immer ein schnelles Add-on, ne? Also da hast du ja so viele Sachen, die relativ schnell gut EP bringen, dass du eigentlich ein WOD, also 1-2 Stunden bist du durch. Im Normalfall, ne. Da kann ich mich quasi dann auch mit meinem zweiten Account selbst durchziehen und dann ist das schon eine relativ schicke Geschichte. Ah, das ist nur so ein Mob, der ziemlich viel Life hat. Was ist denn das hier eigentlich? Irgend so ein Glücksbringer. Hm. Jojo, kannst du ja gucken, ob du deinen Char so weit hinkriegst. Aber wie gesagt, in WoD level ich nicht über Dungeons. Das macht tatsächlich keinen Sinn, da über Dungeons zu leveln. WoD ziehe ich komplett die Bonusziele und die Bonus-Objectives durch. Da könnt ihr natürlich auch gerne mitkommen, wenn ihr wollt, ne? Also ich werde mit meinem Max-Level-Char halt die Bonus-Ziele durchziehen. Und wenn ihr da Bock habt, könnt ihr einfach mitfliegen. Das geht dann verdammt schnell, dass du levelst. Und ja, da können wir dann schauen. Da sollte man halt dann Fliegen haben, ne? Sonst wird es immer lästig. Und viel brauche ich ja jetzt hier auch nicht mehr. Wenn ich jetzt schaue, ein bisschen mehr als die Hälfte habe ich schon wieder vom nächsten Level, ne? Also ich denke mal, wenn ich jetzt noch alle Bonus-Objectives hier aufmachen würde, dann komme ich auf jeden Fall noch auf, ja, ich
denke mal auf jeden Fall noch auf 89. Und dann muss ich halt noch ein Level über Dungeons machen. Das sind wahrscheinlich noch so zwei Innis. Nachdem. Und ja, das ist dann auch nicht mehr so viel tatsächlich. Das geht dann eigentlich voll klar. Schauen wir mal, ob ich die outrangen kann oder. Ach komm, die mache ich einfach. Dann stelle ich mich wieder ins Gasthaus mit dem und gut ist. Dann fliege ich halt morgen den Rest ab, ne? Also dann noch so ein paar kleine Dinger. Aber hier in der Zone will ich jetzt mal noch alles mitnehmen, dass ich hier nicht wieder anfangen muss. Dass ich quasi noch weiß, wo ich dann war. So, was haben wir denn hier? Ich glaube, das hat relativ. Oder war es die Kiste, die relativ wenig gebracht hat? Ach, den Speer habe ich das letzte Mal nicht gefunden, ne? Ja, nee, den machen wir nicht. Da habe ich ewig in der Höhle rumgesucht. Das weiß ich, da bin ich mit meinem anderen DK. Ne? Aber wie gesagt, anscheinend ist es so, dass die nur auf eine geringen Drop-Chance da rumliegen können. Also, ja. Müssen die nicht unbedingt da sein. Und hier ist es ja auch so. Ah, schon mal, der Kopf liegt in der Ecke. Auch hier sind die Sachen teilweise random irgendwo. Lassen wir das aus. Ich glaube, diese Kiste hat auch so gut wie nichts gebracht. Das ist das Einzige, was noch was wert ist. Also so ein paar Dinger, die ich immer mal wieder aufmache, die weiß ich, wo die etwa liegen. So von dem, was sie an EP bringen. Dann nehmen wir das noch mit. Ah, da hinten. Die beiden können wir noch gucken. Glaube ich auch nicht immer da, meine ich. War ja leider auch nicht da. Die zwei hatten wir auch geguckt. Da war leider auch nichts. Da kann man vielleicht das nächste Mal nochmal vorbeischauen, ne? Vielleicht liegen sie ja da zufällig. Ich weiß aber halt auch gar nicht so richtig, ob die Waffen dann auch so viel EP bringen, wie jetzt die anderen Sachen, die man hier aufmachen kann. Da müsste man dann nochmal gucken. Ah, schau mal, hier sind auch wieder ein Haufen Pflanzen. Also die Dichte, ne, von Erzen und Kräutern ist natürlich in MOP krass. Seht ihr das, was da alles rumliegt? Wenn du halt von jedem 2K, 2,5 fast kriegst. Oh, das war was Falsches. Das bringt keine EP. Ah, aber hier ist schon echt gut. Also, das Einzige, was du nicht machen solltest, wahrscheinlich ja, ist der Jadewald. Ne? Da liegen zwar arschig viele Teepflanzen rum, aber da die von der EP irgendwie ein bisschen rumbacken, lohnt sich das dann tatsächlich nicht. Alter, hier ist halt noch mehr, ne? Also, ich glaube, hier könntest du halt echt relativ schnell über Erze und Kräuter leveln. Muss überlegen, machst du 4, 5 Dinger auf, hast du 10 KIP, ne? Ja, schon krass. So, aber ich wollte jetzt hier das eine Ding noch mitnehmen. Weil ich wollte hier oben das eine Teil noch mitnehmen und dann haben wir eigentlich. Fuck, jetzt muss man natürlich die Ziege noch adden. Gut, das hat jetzt auch nochmal ganz gut EP gebracht. Und jetzt sind wir fast auf hier. Level up, ne, auf 89 an der Stelle. Gut, Leute, für die Folge soll es das gewesen sein. Ich bin auf jeden Fall hundemüde und laber nur noch Stuss, deswegen wünsche ich euch eine gute Nacht und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Taylor, bis dann, ciao.